Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video zum neuen Raspberry Pi der dritten Generation. Und der hat jetzt am Ende ein kleines Plus dazu bekommen. Das heißt, der heißt jetzt hier B+. Und was es damit auf sich hat, das möchte ich einmal in diesem Video zeigen, ob sich ein Upgrade lohnt oder eben auch nicht. Was genau sich geändert hat und womit man jetzt eben rechnen kann, ist natürlich nur ein kleines Upgrade. Das heißt, wir haben hier natürlich kein Raspberry Pi 4. Und der große Vorteil ist als erstes wahrscheinlich, dass man den alten Raspberry Pi der dritten Generation, der ja schon sehr, sehr gut war, eben als günstigere Variante jetzt bekommen wird. Das heißt, die werden jetzt nach und nach wahrscheinlich ausverkauft, weil das hier wird jetzt das neue Standardmodell. Ich habe mir direkt zwei davon jetzt hier bei Reichelt bestellt. Bei Amazon habe ich den noch nicht gefunden. Link dazu ist auch in der Videobeschreibung. Ja, was genau hat sich eigentlich geändert? Wir haben jetzt hier 1,4 GHz an Bord statt 1,2. Da ändert sich ein bisschen auch der Stromverbrauch durch. Das heißt, der Stromverbrauch ist gestiegen. Wer diese Mehrleistung nicht unbedingt braucht, verbraucht einfach nur mehr Strom, ist natürlich nicht unbedingt sinnvoll. Es ist weiterhin eine Quad-Core-CPU verbaut. Das heißt, ja, vier Kerne sind hier an Bord in dem kleinen Ding. Und ja, so viel hat sich nicht geändert am Prozessor, ist einfach nur ein bisschen schneller geworden. Der für mich größte Pluspunkt ist, dass wir endlich 5 GHz WLAN hier mit an Bord haben. Vorher hatten wir ja nur diese 2,4 GHz WLANs, die wir unterstützt haben. Und ja, wenn man jetzt den Raspberry mit ins WLAN bringen wollte, konnte man das nicht über das 5 GHz WLAN. Das geht jetzt hier eben. Und das ist für mich einer der Hauptgründe gewesen zu upgraden, weil gut, die meisten Raspberries bei mir hängen zwar direkt mit im LAN, ganz normal über RJ45, aber naja. Wenn man irgendwie mal einen im WLAN hat, dann lohnt sich das Ding hier auf jeden Fall, weil 5 GHz entwickelt sich immer weiter als Standard. Die meisten Geräte können das mittlerweile. Und jetzt auch endlich der Raspberry Pi der dritten Generation. Natürlich nur B+. Dann haben wir Gigabit an Bord. Das heißt Gigabit Ethernet hier vorne. Und ja, das klingt erstmal total cool, ist aber nicht unbedingt ein vollwertiges Gigabit Ethernet. Wir bekommen nämlich nur ungefähr 300 Mbit. Das heißt, ein volles Gigabit wird man nie voll bekommen. Liegt einfach daran, dass der RJ45, also der Ethernet-Port hier, über USB 2 angeschlossen ist. Das heißt, wir haben hier leider noch kein USB 3 an Bord. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen langsamer, bremst das Ganze wieder und deswegen haben wir hier einen maximalen Durchsatz von 300 Mbit an dem Ethernet-Port über Netzwerkkabel. Ist natürlich immerhin eine Verdreifachung zu vorher und auf jeden Fall einen Schritt in die richtige Richtung, aber Wunder darf man davon jetzt nicht erwarten. Aber wenn man das Ganze hier nicht als File-Server oder so betreibt, braucht man diesen Durchsatz meiner Meinung nach sowieso nicht auf einem Raspberry Pi, aber nice to have ist es auf jeden Fall, zumal ich hier auch alles Gigabit im Haus habe und deswegen endlich hier auch der Raspberry ein kleines Stück aufholt. In meinem Video zum Internet-Speedtest hatte ich ja zum Beispiel das Problem, dass meine Internetleitung schneller ist als der Ethernet-Port am Raspberry Pi und deswegen konnte ich damit zum Beispiel schon nicht die volle Internetgeschwindigkeit genießen. Außerdem haben wir jetzt hier Bluetooth 4.2 an Bord. Wer Bluetooth benutzt, der wird diese Änderung auch befürworten. Bluetooth 5 wird wahrscheinlich noch bis zu dem Raspberry Pi der vierten Generation dauern. Mal gucken, wann der rauskommt. Das wird sicher noch ein paar Jahre dauern. Ich habe irgendwann mal 2019 oder 2020 gelesen. Das heißt, ja, dieses Modell hier auf jeden Fall jetzt mit Bluetooth 4.2 unterwegs. Die Oberfläche selbst sieht hier ein bisschen anders aus. Ich zeige das hier nochmal in groß. Dort sind jetzt so silberne Elemente mit drauf. Wahrscheinlich ein bisschen zur Wärmeabführung ein bisschen besser. Generell soll ja das Wärmemanagement auf dem Raspberry Pi B+ ein bisschen besser funktionieren als auf dem Vorgängermodell. Dann soll in Zukunft ein Power-over-Ethernet-Head kommen. Das heißt, standardmäßig kann der hier leider noch kein Power-over-Ethernet, aber da wird dann eben ein Head zukommen. Den steckt man dann wahrscheinlich oben auf. Und dann braucht man keine zusätzliche Stromversorgung mehr. Das heißt, wenn man einen Power-over-Ethernet-Switch hat, das bedeutet, dass über das Netzwerkkabel auch Strom mitgeliefert wird, dann kann man ohne Netzteil hier den Raspberry Pi direkt betreiben. Das ist natürlich ziemlich cool und da warten auch, denke ich, sehr, sehr viele drauf, weil ja, wie oft hat man einfach ein Netzwerkkabel, aber eben keinen Stromanschluss und dafür wurde ja Power over Ethernet eben erfunden. Und ja, der Raspberry Pi 3 B+ wird das eben bekommen, allerdings dann eben nur mit einem Zusatzmodul. Hier im Standard geht es dann leider noch nicht. Ja, das soll es mit den Standardfunktionen von dem Raspberry Pi gewesen sein. Also das Update war nicht besonders groß, aber auf jeden Fall sinnvoll. Ein Schritt in die richtige Richtung und ja, einfach eine Produktpflege an der Stelle. Bahnbrechende Dinge sind nicht passiert. Ja, ein bisschen Plus an Stromverbrauch ist natürlich ein bisschen schade, aber dafür gibt es natürlich auch einen Plus an Leistung an der Stelle. Mehr RAM oder so haben wir leider nicht an Bord. Da wird wahrscheinlich erst im Raspberry Pi der vierten Generation mehr passieren wieder. Das hier war ja
mehr ein kosmetisches Upgrade, muss man sagen. Ist ja auch einfach nur ein Plus am Ende und keine neue Version. Ja, ich finde das Ding sowieso richtig cool mittlerweile. Ich wollte mir sowieso zwei neue kaufen, deswegen habe ich mich jetzt natürlich für das neue Modell entschieden. Das ein bisschen Plus an mehr Leistung nehme ich natürlich gerne mit. Ja, ich bin begeistert. Was soll ich mehr sagen? Cooles Update auf jeden Fall. Wer aber einen Raspberry Pi der dritten Generation bereits hat und den nicht bis ans Limit ausreizt, gerade was die CPU angeht, oder eigentlich nur was die CPU angeht, dann würde ich auch kein Upgrade machen. Lohnt sich an der Stelle nicht, kostet nur zusätzliches Geld. Wer allerdings so ein paar thermische Probleme hat, dem könnte hiermit schon geholfen sein. Und ja, wer ein bisschen CPU-Probleme hat, dem eventuell auch. Die 200 MHz mehr werden wahrscheinlich auch nicht so extrem viel reißen. Aber wer Arbeitsspeicherprobleme hat oder so, der wird hier mit dem Modell auch nicht viel weiterkommen, denn mehr Arbeitsspeicher gibt es eben, wie gesagt, nicht an Bord. Ich bedanke mich bei dir fürs Zusehen. Ja, schreib mir mal in die Kommentare, was du von dem Upgrade hältst, was du dir vielleicht mehr gewünscht hättest, als er jetzt hier mit sich mitbringt und was du dir von dem 4er Raspberry Pi wünschst. Das würde mich sehr interessieren. Für uns Smart Homer oder Do-It-Yourself Smart Homer ist das hier für mich jetzt auf jeden Fall die erste Wahl. Neben einem Intel Nook natürlich für größere Projekte, aber wenn ich einfach einen Raspberry Pi brauche, nehme ich hier diesen B Plus ab jetzt, weil ist eben das Topmodell und warum sollte man das bisschen mehr Leistung nicht mitnehmen, wenn man es zur Verfügung gestellt bekommt für den gleichen Preis. Vielen Dank fürs Zusehen, gib mir gerne einen Daumen nach oben. Wie gesagt, schreib mir in die Kommentare, was du von dem Teil hältst und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.